liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel in Karlsruhe. Herzlich willkommen, erst mal Krefeld, mit dem Trainer Daniel Steuernagel bei mir. Ja, ich denke, wir haben heute wirklich gut angefangen. Auch so wie wir Düsseldorf dann auch Duisburg anlaufen wollten. Das war wirklich richtig gut und hatten dann auch viele Balleroberungen und haben dann leider mit dem individuellen Fehler sind wir dann in Rückstand geraten. Sieht natürlich dann auch die Qualität vom MSV mit Lascher, der den natürlich super einspeist und unseren Fehler dann ausnutzt. Ja, vorne konnten wir uns halt nicht so richtig durchsetzen. Wir hatten auch gute Aktionen, aber wir waren halt nicht so abschlussstark. Ja, und dann kriegen wir dann vor der Halbzeit noch so ein blödes Ding. Ja, natürlich haben wir natürlich in der Woche schon angesprochen, dass Wickels natürlich diese Qualität hat. Und wir haben es uns eben im Video nochmal angeguckt. Das macht er wirklich überragend. Kann man auch keinem Spieler einen Vorwurf machen. Ja, und dann wird es natürlich schwierig. Ne? Zweite Halbzeit, wir haben dann nochmal alles versucht. Wir haben mehr Offensive, konnten wir gar nicht mehr einwechseln. Aber was ich eben schon gesagt habe, dass wir einfach dann in der Box nicht diese Konsequenz hatten und diese Abschlussstärke, die der MSV heute hatte. Aber trotzdem muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen. Die haben 90 Minuten alles gegeben, die haben gefightet. Und wie gesagt, heute der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften war einfach die Qualität im Abschluss. Danke. Vielen Dank, Daniel. Torsten Lüber. Ja, wenn wir ein Kompliment sind, muss meine Mannschaft natürlich auch ein Kompliment machen dafür, dass sie erstmal auch dieses Spiel mit dieser nötigen Haltung angegangen ist, nämlich neben dem fußballerischen Aspekt eine Top-Einstellung zu zeigen. Daniel hat es schon gesagt, wir sind schwer in die Partie gekommen, haben uns trotzdem, glaube ich, aus der Ruhe bringen lassen, haben immer weiter versucht, eben auch von hinten raus Fußball zu spielen, hatten aber nicht die optimale Feldbesetzung. Es gab so zwei, drei Situationen, wo wir dann schon in den Halbfeldern aufdrehen konnten. Das haben wir dann in der Halbzeit gesagt, dass wir das vermehrt machen müssen. Aber letztendlich der ausschlaggebende Punkt war, wir freuen uns natürlich über die Torschützen, die das Tor gemacht haben, aber wie die Mannschaft insgesamt gearbeitet hat, da muss man auch noch herausstellen, dass wir eben mit unserer doch schon jungen Viererkette und den zwei Sechsern davor, die immer dann auch so ein bisschen nicht in dem Fokus drin stehen, weil andere Tore schießen, schöne Tore auch geschossen haben. Die haben heute eine unglaubliche Leistung gezeigt eben und viel, viel wegverteidigt, gut verteidigt und das dann im gesamten Verbund. Da muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen. Und und für uns war es eben eine schöne Sache, dass wir diese drei Punkte geholt haben gegen einen Gegner, der sich sehr stabilisiert hat in den letzten Spielen, das wussten wir auch und wie schwer es war, das hat man gesehen, aber ich glaube letztendlich war es dann ein verdienter Sieg, weil wir auch, glaube ich, in diesen, was die Torchancen angeht, schon auch mehr Torchancen hatten und dann früher hätten wir vielleicht schon halt auch das 3:0 machen können, um ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen. So war es dann bis zum Schluss immer halt auch so ein bisschen zittrige Partie, die langen, tiefen Bälle, dann auch nach der Einwechslung von Osabe, das ist natürlich schon auch nicht immer ganz einfach zu verteidigen, aber wir haben es geschafft, eben diese drei Punkte zu holen und das Spiel für uns zu gewinnen. Deswegen freuen wir uns natürlich alle auch mit den Zuschauern, mit unseren Fans hier, das muss das Ziel sein, eben, dass wir hier diese Stadion in Wedau des Öfteren eben halt auch zum Beben bringen. Deswegen bin ich hier. Und sehr gerne hier in einem echten Verein. Daniel, für dich und für die nächsten Spiele natürlich alles Gute mit deinem Team. Eins habe ich noch vergessen, das wollte ich sagen, sonst ist mein Trainerteam böse. Ich hatte heute eigentlich vorgehabt, den Ivo Wickels nicht zu bringen, aber das Trainerteam und Ivo, wir haben uns lange unterhalten und ihre Bauchentscheidung auf Mikkel zu setzen, war dann die richtige, wollte ich gesagt haben. Weil oft holt man als Trainer das Lob ab, aber ich glaube, das sollte man mal teilen heute. Also Daniel, sorry nochmal dafür. Schade. Okay, alles Gute für die nächsten Spiele. Danke. Vielen Dank, Thorsten. Jetzt fragen wir den beiden Trainer. Dirk Retzler, bitte. Herr Thorsten, das Wort Tabellenführung hast du jetzt nicht in den Mund genommen. Trotzdem, was bedeutet die Tabellenführung für dich? Und rückblickend vor der Saison wurde immer gesagt, nach dem 10. Spieltag ungefähr könnte man sehen, wo die Mannschaft steht.
Jetzt war das 14. Spiel. Was bedeutet die Tabellenführung für dich und wo steht ihr? Das froh bin, dass du das sagst, nicht ich. Und ja, wir stehen jetzt da, wo man steht, eben, wenn man 28 Punkte geholt hat. Und ich glaube, der Weg ist entscheidend, dass wir natürlich in dieser Spitzengruppe dabei sein wollen und dass das ein langer Weg ist, dass die Spiele sehr schwierig sind. Das hat man heute auch gesehen. Deswegen freuen wir uns für diesen wirklich Moment. Aber der Weg ist, glaube ich, entscheidend, einer Mannschaft dieses Vertrauen permanent zu geben, auch mit dem Wissen, dass es eine Delle gibt und gab, vor allen Dingen auch den Mut zuzusprechen für das, was noch kommt. Und das nächste Spiel, was kommt, ist auch unser Rostock und das ist mit Sicherheit auch wieder eine harte Prüfung. Zweiter. Wen wolltest du denn aufstellen? Bitte? Wen wolltest du denn statt Mikkels aufstellen? Das verrate ich natürlich nicht, weil 7 andere dann jetzt wahrscheinlich sauer sind. Also ein Tor hätte ich jetzt nicht gebracht. Gut, ja, vielen Dank fürs Kommen. Daniel, euch guten kurzen Nachhauseweg, viel Erfolg in den kommenden Wochen und Monaten. Uns natürlich auch. Schönen Abend noch.